Moin Leute, FXNoSkin hier. Ich habe letztens die Challenge Fortnite, aber ich darf keine Kisten öffnen gemacht. Ja, die Challenge erklärt sich eigentlich von selber. Das Ganze habe ich live auf Twitch gemacht, deswegen, wenn ihr jetzt nächstes Mal live dabei sein wollt, folgt mir auf Twitch, Links in der Beschreibung und jetzt sehr, sehr viel Spaß mit der Runde. So Leute, los geht's. Und zwar landen wir, würde ich sagen, mal bei Frenzy Fields, denn hier in dem Haus ist eigentlich sehr, sehr viel Loot, der auch rumliegt. Wir haben zwei Taktiken und zwar wechseln wir zwischen denen. Die erste Taktik ist erstmal schnell ausrüsten, Waffen finden, eventuell ein bisschen Heilung finden, Minis, Biggies, was halt schwierig ist, weil auf dem Boden liegen selten Minis und Biggies rum. Aber grundsätzlich erstmal ein paar Waffen holen und dann wechseln wir auf die zweite Taktik und die ist einfach sehr viele Kills machen. Und das ist das, wo ich jetzt in den letzten 2 Stunden die ganze Zeit am Scheitern will, weil ich nicht nur die Kills mache, sondern auch Gegner mich killen. Genau Leute, aber wir werden jetzt erstmal versuchen, uns eine Waffe zu holen und dann, sobald wir die Waffe haben, gehen wir auf Kills. Denn mit Kills kriegen wir wahrscheinlich Heilung. Was liegen denn hier gerade für Oschi-Waffen rum? Yo, yo! Man braucht ja überhaupt nie mehr Kisten öffnen. Seht ihr das, was hier alles rumliegt? Das ist ja richtig krass. Ich wusste nicht mal, dass sowas überhaupt rumliegen kann. Okay, da ist jetzt ein Gegner. Sehr gut, 2 Hits. Da gehen wir jetzt oben rum rein. Ah, ich habe keine Metz mehr, das dazu. Öffnen wir mal schnell hier so. Gehen jetzt oben rum rein. Scannen nochmal. Oh Gott, da sehe ich ihn doch schon. Gar nichts getroffen. Er hat aber auch nicht so viel getroffen. Wir ballern da einfach damit jetzt drauf. Das macht doch Damage. Trifft das nicht? Ich hätte gedacht, das macht ihm Schaden. Ja, 15 aber nur. Ja, okay, sehr nice. Oh Mann, es war jetzt ein bisschen ein Verbrauch an unserer schönen... Ah, wir haben eine bessere Maschinenpistole. Und wir haben hier noch eine schöne Waldkampfwaffe. Sehr schön, okay. Alles einmal nachladen. Die Sachen hier sind halt safe auch noch Gegner. Und er hatte leider keine Heilung dabei. Deswegen sieht es heilungstechnisch noch ein bisschen mau aus. Ich guck mal hier gerade. Ja, die sind am Haus am Fighten. Da können wir aber eigentlich hin. Würde ich sagen, machen wir uns jetzt zum Haus auf und dann schauen wir mal, was da für Gegner sein werden. Nein, denn wir wurden gescannt, Leute. Ich dachte, ich kann mich hier einmischen. Aber der Gegner ist jetzt in einem klaren Vorteil. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo der ist. Aber der weiß haargenau, wo ich sehe. Oh, die sind noch zu zweit. Einer ist dead. Jetzt ist er nur noch alleine. Vielleicht hat er noch ein bisschen Damage dabei gekriegt. Da ist er. Jetzt. Oh ja, oh ja, let's go. Sehr nice. Hat er mich wohl nicht gehört oder was? Die Waffe nehmen wir mit. Beziehungsweise wir nehmen die Pump mit. Aber wir machen das jetzt so. Das sieht vielleicht für euch ein bisschen doof aus. Warum ich das jetzt mitnehme? Ich zeige euch einfach mal, wie meine letzten Runden liefen und dann wisst ihr, warum das funktionierte. Ich mache mich unsichtbar. Ja, die Zone kommt auch. Bitte. Einfach mich jetzt leiden lassen. Come on. Komm mal, super. Okay. Yo, wieso sieht man mich immer, wenn ich unsichtbar bin? Woher? Oh mein Gott! Warum? Ich verstehe es nicht. Immer diese Waffe. Ihr habt schon gerade gesehen, Leute. Ich wurde unglaublich oft mit dieser Waffe getroffen. Und zwar auch, während ich unsichtbar war. Wieso kann man mich denn treffen, wenn ich unsichtbar bin? Das verstehe ich. Oh, das ist sehr gut. Bitte was Gutes. Das ist perfekt. Das ist perfekt, oh mein Gott. Sehr gut. Das heißt, da haben wir jetzt natürlich schon eine richtig gute Waffe. Wir brauchen aber eigentlich, müssen wir halt noch Heilung finden. Aber hier sind nur noch Kisten drin. Nee, das sieht nicht aus, als würden da Minis rumliegen irgendwo. Dann gehen wir mal zurück zu Frenzy Fields, schauen, ob dort Gegner sind. Und selbst wenn dort keine Gegner sind, können wir trotzdem ja noch die Flagge einnehmen. Oh, da sehe ich doch Minis. Da sehe ich Minis.
zack, da trinken wir direkt zwei. Ja, Mist, da wo wir gerade waren, ist jetzt ein Boss. Wobei, der bringt uns nichts. Wir werden gescannt, wir werden angegriffen. Mayday, Mayday, ich melde normal, wir werden angegriffen. Mayday. Oh, 76er. Hallo. Oh, 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 oh. Ich habe ihn irgendwie auch gescannt. Ah, mit der Zone. Sehr gut. Wir machen gut Damage. Sehr schön. Oh mein Gott, diese Waffe ist so gemein. Also ich finde diese Waffe einfach wirklich nur gemein. Die hat noch einen Schuss, die feuern wir mal ab. Und hier ist niemand. Sehr schön. Okay Leute, jetzt können wir eigentlich auch gucken, was bei der Zone rauskam. Ah, ist jetzt ja alles oben gestapelt. Hep. Und was haben wir dabei? Wir haben Schubsäftchen, die können wir jetzt direkt einmal nutzen. Sind aber nur zwei. Zack, jetzt nehmen wir die Minis wieder. Sonst ist hier tatsächlich gar nichts, was ich mitnehmen würde. Na gut. Dann können wir uns eigentlich direkt weiter aufmachen. Also wie gesagt, wir brauchen den gar nicht killen hier. Weil in den Tresor können wir eh nicht. Weil dort keine, weil die nur Kisten sind. Und Kisten können wir nicht öffnen. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns mal in die Gegend jetzt auf. So, Shattered Slabs, Rumble Ruins. Da gehen wir jetzt mal so ein bisschen hin. Gott sei Dank haben wir ja unendlich Sprint. Hä? Oh Gott. Ey Leute, mein unendlich Sprint hat plötzlich aufgehört. Oh nein. Ich füge mir mit dieser Waffe selber Schaden zu. Ja, sehr schön. Oh Gott. 133, das ist so gemein. Dieser Headshot-Schaden ist gemein. Aber ich habe mir gerade richtig viel Schaden selbst zugefügt. Oh Mann. Es war gerade so, dass mein Sprinten, ich konnte nicht mehr sprinten. Obwohl ich gerade hier das hatte. Achtung, jetzt blinkt unten links die Anzeige schon wieder, ihr seht's. Aber ich verstehe nicht warum. Ich habe ja unendlich Sprint, ne? Also ich kann es euch ja nochmal zeigen, wie es vorhin war. Aber ich konnte dann plötzlich einfach nicht mehr sprinten. Dann stand kein Sprint mehr verfügbar. Oh. Wir können direkt eigentlich weiter zum Loot Drop. Aber wir schauen trotzdem, ob hier jetzt Gegner sind. Oh, keine Gegner, glaube ich zumindest bis jetzt. Aber ordentlich Heilung. Ich habe mal kurz einen Schuss abgegeben. Das heißt, falls hier jemand ist, weiß er Bescheid. Und greift uns an. Weil wenn hier niemand ist, dann würde ich dann selbst direkt schon weitergehen. Es scheint niemand zu sein, sonst würden wir angegriffen worden sein. Dann müssen wir jetzt nur drauf. Hallo, hallo. Mann. Das lag am Stein, nicht an mir. Bin ich mir ganz sicher. Wir nehmen einen anderen Stein, Leute. Drauf da, sehr schön. Oh, mythische Munition. Aber wir haben halt eine exotische Maschinenpistole. Oh, das ist schon wieder so ein Moment, wo ich mich nicht entscheiden kann. Was nehmen wir denn jetzt? Lieber die Pistole oder lieber die Maschinenpistole? Schreibt mal unbedingt mal in die Kommentare, was ihr nehmen würdet. Ich bleib bei der Maschinenpistole, ehrlich gesagt. Aber schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr nehmen würdet. Also, würde mich mega interessieren. So, Leute, Loot Drop ist jetzt jede Sekunde fertig. Noch ein paar Sekunden und dann haben wir das Ganze. Eine bessere Pump wäre eigentlich wichtig. Sonst, ja, wir nehmen das da mal. Brauchen wir eigentlich gar nichts, ne? Na gut, 6 Minis. Ja, komm, Unsichtbarkeitsding brauchen wir nicht. Wir nehmen die Minis, wir nehmen die Minis. Dann gehen wir mal hier auf den Wolf. Boah, ich bin lang nicht mehr auf dem Wolf geritten, ne? Ich kann man ja mittlerweile sogar so streicheln, guck mal. Ja. Okay, okay, wir müssen uns beeilen, mein Wolf. Da hinten fighten welche, wir müssen uns einmischen. Hat der Wolf auch unendlich Sprint dadurch? Ich hoffe mal. Ja, es sieht aus, oder? Nee, doch, der Wolf verliert Sprint, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber es kann sein. Oh nein! Ja gut, das war es dann auch mit unserem Wolf. Ah, hier sind die Gegner. Okay, jetzt Concentration. Da ist noch ein Wolf, lass mich mal bitte. Und dead. Diese Waffe ist so gemein, echt. Okay, okay, okay. Wir haben aber eigentlich, brauchen wir ja nichts, ne? Ein bisschen Metz. Die haben wir jetzt auch, wir sind full. Hallo, Wölfe! Aufhören jetzt!
Sehr gut. Komm her, wir müssen weiter. Ab zur Insel, mein Wolf, ab zur Insel. Oh, links von uns wird geschossen. Ich überlege gerade. Insel oder hier hin? Ja, komm, wir gehen hier hin, Leute. Wir brauchen doch einen Fight. Brauchen Gegner. Die Frage ist nur, wo sind die? Oh, ich höre sie. Ey, die schießen schon auf uns. Ich habe keine Ahnung von wo. Holy moly, Macaroli, hallo. Ich heile mich ganz schnell. Von wo wurde denn geschossen? Von da ganz hinten. Die haben unseren Wolf halt umgebracht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh, wir haben hier sehr viel Heilung. Sehr schön, dann machen wir uns mal cool. Und dann greifen wir da direkt an. Come on. Und zack. Das zu, wir machen uns cool. Hallo? Könnt ihr mich jetzt nicht mal kurz lassen? Bitte, 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 heil dich, heil dich, heil dich, heil dich. Oh mein Gott, wir müssen hier weg. Die sind zu zweit, oben ist doch noch jemand mit seiner blöden Cybertron Cannon. Der ist da safe im Busch. Wir gehen hier mal hoch. Okay, alles gut, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Überblick. Ja, im Busch ist die nicht. Busch ist kaputt. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Da hinten. Hinter, hinter, hinter. Oh Gott. Wir nehmen direkt die Seilrutsche wieder zurück. Es hat nicht funktioniert. Oh Gott. Okay, alles gut. Wir haben nicht mehr so viel Munition. Aber das weiß der ja nicht. Wenn man einfach mal so, als könnten wir jetzt hier immer. Warum ging gerade mein komplettes Gebautes kaputt? Warum kann ich nicht bauen? Oh, irgendwie ist gerade ganz komisch, Leute. Ich weiß auch nicht. Da mischt sich noch jemand ein. Hier sind drei Leute. What? Wir müssen mal kurz einen taktischen Rückzieher machen. Oh mein Gott. Holy moly, Macaroli. Der schießt auch noch auf uns. Ich treffe immer mich selbst. Das war nicht gut, dass wir die Waffe mitgenommen haben. Hallo? Ich treffe gar nichts. Kein Muni mehr. So ein Schmarrn. Oh, hallo. Bau, 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 bau. Boah, der hat aber auch ein Gottes-Aim. Ist ja auch frech, was der alles trifft. Also, das ist ja wirklich. Yo, wow, 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 wow. Oh Gott. Die Wand kam da irgendwie ein bisschen spät. Wir müssen hier direkt uns heilen. Dort haben wir direkt noch was, was auf dem Boden rumliegt. Sehr wichtig. Schubsäftchen her damit. Oh, wartet. Okay, alles nachgeladen. Oh, wir können unsere Weitkampfwaffe wieder nachladen. Sehr gut. Da hinten wird gefightet. Der Typ, der mich die ganze Zeit ein bisschen nervt, ist gerade am Fighten. Da könnten wir doch jetzt super abstauben. Und jetzt, come on. Nein. Mann, die treffen alle viel mehr mit dieser Waffe als ich. Oh ja. Oh no. Oh Gott. Hallo. Wieso funktionieren die Seilrutschen nicht? Och du heilige Meilige. Was war da denn jetzt los? Holy moly, Macaroli. Ich muss mich erstmal hier kurz
Bisschen beruhigen, das ist ja... Nein, die Zone. Ich hab's vermasselt, ich hab's vermasselt. Egal, wir haben unendlich Sprint. Und Schlamm. Es gibt keine schnellere Fortbewegung mehr. Oh Gott, da oben ist jemand. Wir müssen hier ein bisschen seitlich gehen. Alter. Was habe ich bitte schön gerade für eine Strecke hingelegt? Das war ja rekordverdächtig. Jetzt erst nur heilen. Wir könnten eigentlich... War hier, wurde hier nicht der Tresor geöffnet? Nur noch drei Leute leben. Oh, 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 oh. Uns vorsichtig zum Tresor begeben. Und dort mal schauen, ob nicht eventuell dort noch ein bisschen Heilung drin ist. Oh ja, da sehe ich nämlich schon einen Biggie. Zwei Biggies. Und zwar ohne, dass ich irgendeine Kiste öffne. Die Biggies nehmen wir mit. Minis würde ich eigentlich gerne auch mitnehmen. Da haben wir noch eine gute, brauche ich nicht. Mann, das so und so. Und jetzt raus hier, die Zone. Wir müssen genau in die andere Richtung. Nee, wir müssen genau, oh Gott. Hallo. Ich habe kein Medkit mehr dabei. Fünfer-Ticks. Ui, 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 ui. Ah. Wir haben einen weiten Weg vor uns. Und in sehr kurzer Zeit das Ganze. Ich nutze hier mal direkt schon das, was ich gebaut hatte. Nee, 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 wir machen das so. Beeil dich, beeil dich. Auto kommt. Sehr gut, sehr gut. Ich habe es hochgeschafft. Das war ja super cool. Also wenn das nicht cool aussah, dann weiß ich auch nicht. Da oben ist ein Fight. Ich sehe doch da unten jemanden. Der wird vom Dino angegriffen. Oh yes. Ich und der Typ da oben. Direkt in die nächste Zone. Wir haben keine Zeit. Ach, Kills. Oh, wow, 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 wow. Ich habe eine Kiste geöffnet im ganzen Spiel. Ich mache einen großen Umweg, ihr seht schon. Ich will versuchen, nicht gesehen zu werden. Ich will aber eigentlich nicht hier unten in der Zone sein. Doch, beziehungsweise hier unten ist ja die Zone. Du musst für die Zone unten sein, glaube ich. Der kommt. Überraschungseffekt. Überraschungseffekt, come on, come on. Bitte, bitte, keine Zeit zum Heilen. Hö, wo ist der denn? Ich hab Munition. Ich hab Munition. Ha, ich hab nicht so viele Baumaterialien. Ich hab echt nicht so viele Baumaterialien. Oh, man muss zu ihm. Wir müssen zu ihm. Sollten wir aber hinkriegen. Ich werde einfach versuchen, hier oben an der Kante zu sein, ohne zu bauen. Wir haben immer noch ein Perk. Ja, keine Zeit fürs Perk. Keine Metz! Keine Metz! Nein! Hätte ich den Hit getroffen. Oh, ich hab gesagt, Leute, die Metz sind das Problem. Ich habe sogar in der Zone gewartet, dass er zuvor springt, aber er wusste, dass ich da bin. Zweiter Platz, das war nicht schlecht. Wir haben 8 Kills gemacht, ohne eine Truhe zu looten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Sei ein Klick und würde mich wirklich mega unterstützen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.